Hallo, ihr habt es gemütlich. Schönen guten Abend. Tag 2 der GPN 2019. Ihr seid im Vortragssaal, kommt nur rein, es ist noch Platz. Wir beginnen pünktlich mit Tanja und Lifehacks aus dem Leben einer Produkttesterin. Einen großen Applaus bitte. Ja, hallo, jetzt stehe ich jetzt zum ersten Mal alleine. Heute Morgen waren wir noch zu zweit, aber ich kriege das auch alleine hin, hoffe ich. Genau, also ich bin Produkttesterin, vor allem bei Amazon. Amazon Wine, keine Ahnung, ob das jemand von euch kennt, erkläre ich euch gleich noch. Und das Bild, das ihr seht, das hatte ich tatsächlich mal, das sind alles Bestellungen, die ich auf einmal bei Amazon Wine machen konnte. Vorab, Kritik an Amazon ist berechtigt, das weiß ich, zum Beispiel wegen der Steuerzahlungen, Arbeitsbedingungen und Datenschutz. Die Kritik ist aber heute nicht mein Thema. Ich möchte euch dieses Produkttesterprogramm vorstellen, auch ein paar Probleme damit erklären. Also danke für euer Verständnis. So. Und ich kann leider niemanden zu diesem Produkttesterprogramm einladen oder vorschlagen. Ich weiß selbst nicht, wie ich jemals dazu kam, Teilnehmer zu sein. Habrock hat dazu einen Talk gehalten, Amazon Wine Insight, auf dem Easter Hack 2016. Könnt ihr noch media.ccc.de angucken. Erstmal ein kurzer Blick auf andere Programme für Produkttester. Konrad, kennt ihr vermutlich alle, hatte 2009, 2010 ein ganz tolles Produkttesterprogramm. Musste man sich bewerben für verschiedene Produkte. Wir haben damals einen Bohrhammer bekommen, was sehr lustig war. Sie hatten auch bestimmte Vorgaben, die einzuhalten waren. Also was man testen soll, am besten wie man eine Rezension schreiben soll. Die Tür ist zu. Wir fanden diese Vorgaben schon relativ streng, hatten dann aber mal bei einem Kleiderhersteller ein T-Shirt bestellt, wo genau daran stand, du musst so und so lange anziehen, danach darfst du so waschen, bitte mit diesem Waschmittel, dass dann wochenlang, jeden Tag am besten eine kurze Bewertung schreiben. Ich so, okay, das ist anstrengend, Konrad war es nicht. Dann oft gibt es auch, dass Spieletester gesucht werden. Meist ist es über Facebook leider, man muss sich bewerben. Das ist nur für bestimmte Zielgruppen, es ist genau vorgegeben, für 4 Spieler in einem gewissen Altersgruppe. Das heißt, mein Mann und ich spielen in der Regel zu zweit oder wenn dann zu dritt, wir haben dann nie Chance, was zu testen. Ich war bei einem dieser beiden mal als Spieletesterin drin, hatte Spiele zugeschickt bekommen, sollte eine Rezension schreiben, habe eine 3-Sterne-Rezension geschrieben auf Amazon, wurde dann von diesem Spielehersteller gefeuert. 3 Sterne sind inakzeptabel, es hätten mindestens 4 sein müssen, in der Regel muss man immer 5 schreiben. Toll. Dann, was sehr häufig passiert, vor allem weil ich meine Mailadresse bei Amazon angeben muss, ist, dass ich einen Stall voll Mails bekomme jeden Tag, vor allem von China-Herstellern, die einen dazu auffordern, bestimmte Rezensionen zu schreiben. Ein Freund von uns hat das mal gemacht, der hat eine Leuchte bekommen, wo wir dann gesagt haben, okay, die testet jetzt niemand, egal in welcher Wohnung. Die war nämlich nach deutschen Standards nicht zugelassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie explodiert, war größer, als dass sie leuchtet. Ein Problem ist auch, dass diese Händler versuchen, die Regeln von Amazon zu authentischen Rezensionen zu umgehen. Zum Beispiel möchte Amazon mittlerweile, dass jeder Rezensent seine Produkte selbst kauft. Also sagen diese Hersteller, du kaufst, wir geben dir das Geld zurück. Ich kann euch nicht sagen, ob das funktioniert, ich habe es nicht getestet. Dann gibt es den Club der Produkttester. Ich habe den nur mit reingenommen, weil Amazon Wine sich Club der Produkttester auch nennt, wegen dieser Namensgleichheit. Ich kenne diesen Club der Produkttester nicht, also diesen von dieser Seite. Ich denke mir nur, die möchten eine Konkurrenz zu Amazon Wine sein. Genau. Das Problem für alle diese Plattformen ist, dass Amazon mittlerweile gerichtlich versucht durchzusetzen, dass nur noch Rezensionen aus authentischen Käufen oder von Amazon Wine zugelassen werden. Ich weiß, dass es in den USA für ganz normale Amazon-Konten Sperren gab, wegen solcher Tests, die dann eben, Amazon möchte das nicht. Könnt ihr euch jetzt selber eine Meinung drum bilden, wie das dann aussieht, wenn ich bei Amazon Wine eine Rezension schreibe, wie authentisch das sein kann, aber habe ich später noch was dazu. So, Club der Produkttester, das ist das Logo von Amazon Wine, wenn ich die Seite öffne, die nur für Mitglieder von Amazon Wine zugelassen ist. Amazon Wine, Club der Produkttester. Wie gesagt, diese Namensdopplung ist ein bisschen schwierig. Dann, ich darf euch leider nicht so viele Einblicke gewähren in die streng interne Seite. Deswegen nur ganz kurz, ich habe 5 Reiter bei Amazon Wine. Einmal Produktvorschläge,
Wie gesagt, da werden verschiedene Artikel angeboten, dann Wein für alle, das ist so eine Resterampe, würde ich sagen. Unter Ihre Weinrezensionen steht, welche Artikel ich bestellt habe, ob die schon zugesendet wurden, ob ich eine Rezension bereits geschrieben habe oder die noch offen ist. Dann in meinem Weinkonto kann ich von einigen Artikeln die Sendungsverfolgungsnummer sehen und auch, wann ich sie bestellt habe. Und Präferenzen könnte ich theoretisch eingeben. So, wie funktioniert das Ganze? Ich habe 24/7 individuelle Produktvorschläge und Restposten zur Auswahl. Es kann also wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwas Neues reinkommen, was ich bestellen kann, aber nicht bestellen muss. Die Vorschläge, die ich bekomme, sind angeblich personalisiert. Aber wir haben zum Beispiel keine Kinder, bekommen trotzdem ständig Babysachen. Ich kann das nicht abwählen. Ich kann nicht sagen, schickt mir doch lieber mal Computerzubehör. Nö. Ich kann unbegrenzt bestellen. Geliefert wird mit allen möglichen Transportdienstleistern. Es gibt einen, der letztes Jahr bei uns in Mannheim angefangen hat, mit dem liefern sie interessanterweise nie, obwohl er ins eigene Haus gehört. So, zum Thema Rezensionen schreiben. Bei Amazon Wine ist es so, ich muss alle Artikel, die ich erhalten habe, innerhalb von 30 Tagen rezensieren, sonst kann ich nichts Neues mehr bestellen. Ich fliege nicht gleich raus, aber ich kann nichts Neues bestellen. Es gelten die allgemeinen Richtlinien für Rezensionen bei Amazon. Also es wird zum Beispiel nicht die Rechtschreibung kontrolliert. Finde ich eigentlich ganz gut, weil man macht ja vielleicht mal einen Flüchtigkeitsfehler. Ich weiß, dass dieser Club der Produkttester das wohl bewertet und man dann auch rausfliegen kann. Stand im Internet. Rezensionen sollen ehrlich und authentisch sein, wird man zu aufgefordert. Es gibt keine Folgen für eine schlechte Bewertung. Also schlechte Bewertung, wie ich gebe jetzt einen Stern, weil mir ein Artikel wirklich nicht gefällt. Es wird aber gebeten, dass man einen Preis nicht nennt. Nur den Wert, also Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ein Preis kann sich ja ändern, gerade bei Amazon ändert er sich ja fast täglich. Und es kann sein, dass ich ein Testexemplar zugeschickt bekomme bei Büchern, dass sie kein Cover haben oder dass Zeichnungen oder Seiten fehlen. Da soll man natürlich auch nicht drauf eingehen. Ich habe einen Lifehack für euch, ich habe hier mehrere, aber das ist der erste, Fake-Rezensionen erkennen. Hinweis auf Fake-Rezensionen kann sein die Textlänge. Sehr kurze Rezensionen, eigentlich sind 20 Wörter Minimum. Ich hatte jetzt die letzten Tage mehrere Rezensionen gesehen, wo 3 Wörter nur drin standen. Ich weiß nicht, wie die Leute das gemacht haben. Aber auch wenn jemand eine sehr lange Bewertung schreibt, also Rezensenten bei Amazon, auch bei Amazon Wines, sind ja keine Journalisten. Wenn da jetzt jemand 5 Seiten schreibt, ja, oder auch wenn der Text nach einem sehr schlechten Übersetzungsprogramm gibt. So ein China-Hersteller hat eine Rezension geschrieben, hat die einfach mal kurz bei Google Translator eingeworfen. Wenn der Rezensent bisher sehr selten bewertet hat und wenn, dann nur von der gleichen Marke, finde ich auch immer auffällig. Wenn an einem Tag sehr viele Rezensionen zu einem Produkt erscheinen, wirklich alle am gleichen Tag und vor allem auch, wenn diese auffallend gut oder auffallend schlecht ausfallen. Das sind wirklich dann so wie diese Rezensionsflut, um was abzuwerten oder hochzuwerten. Wenn eine Rezension nur aus Inhaltsangaben und Produkteigenschaften besteht, die kann ich oben bei der Produktbeschreibung lesen, dann brauche ich die nicht mehr unten in meine Rezension schreiben. Und es gibt ja immer so diesen Durchschnitt der Rezensionen, wenn Rezensionen weit unter oder oberhalb des Schnitts liegen. Da gibt es natürlich Ausnahmen. So eine Buchreihe wie Twilight polarisiert sehr. Wenn da jetzt jemand 5 Sterne hat, der Durchschnitt sind 3, hat es dann unbedingt was zu heißen. Manches, was nach Fake aussieht, ist natürlich auch einfach eine genervte Reaktion auf diese Aufforderungsmails. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Bitte bewerten Sie dieses Produkt. Fake-Rezensionen können auch ein Gag sein. Ihr könnt euch das selbst durchlesen, haben wir gesagt. Dieses Teil sind einfach nur 2 Heizungsrohre. Was hast du gesagt? Heizungsrohre im Fensterrahmen. Das sind Kupferrohre. Ich meine, das ist ein Knopf drin. Das war ein Knopf drin. Hallo? Okay. Das sind im Grunde Kupferrohre aus dem Baumarkt irgendwie. Zusammen mit Metallspänen und also Halbedelsteinen in Kunstharz eingegossen. Gegen Chemtrails. Ganz ja, richtig. Und dann für den 10-fachen Materialwert mindestens verkauft. Ich glaube, 1.000 Euro kostet dieses Teil. Aber dazu gibt es dann so richtig tolle Rezensionen. Habt ihr es für euch durchgelesen? Kann ich weiter oder lest ihr noch? Ich warte mal noch kurz. Deswegen wollte ich es nicht aussprechen. Hinweise auf authentische Rezensionen gibt es meiner Meinung nach auch.
Zum Beispiel, wenn die Produktbilder oder Videos, die der Kunde selber einstellen kann, 0815 Qualität haben. Bei mir sind es zum Beispiel immer dann so Videos oder Bilder mit den Katzen. Dann nehme ich mein Smartphone. Es hat natürlich nicht jede Spiegelreflexkamera. Dann, wenn jemand eine nachvollziehbare eigene Meinung nennt, egal ob die gut oder schlecht ist, aber sobald ich ein Produkt in die Hand nehme, habe ich ja eine eigene Meinung. Selbst wenn es nur ein Kabel ist, mir ist es vielleicht zu starr oder zu flexibel, dann, ich bin der Meinung, wenn jemand Anekdoten vom Montieren, Aufbauen oder Nutzen schreibt, ist das auch ein Hinweis dafür, dass er es wirklich getestet hat. Ich hatte jetzt schon in Computerzeitschriften gelesen, dass sie das als Fake werten. Aber jetzt ganz ehrlich, wir hatten kürzlich einen Artikel. Wir haben zu dritt versucht, den aufzubauen. Wir haben es nicht geschafft. Wenn ich das dann als Anekdote reinschreibe, finde ich, das ist ein Zeichen für eine authentische Rezension. Ganz wichtig ist natürlich, es gibt auch andere Bewertungsportale. Und es gibt Magazine mit seriös testenden Journalisten. Da kann man auch immer mal wieder reingucken. Ein verifizierter Kauf, das ist, da habe ich euch rot umkringelt, wie das aussieht bei Amazon, soll ein Indiz für eine authentische Rezension sein. Aber, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Fake-Rezensionen können über Fake-Käufe entstehen. Ich bin der Meinung, es sagt nicht allzu viel aus. So, dann ist natürlich die Frage, wie glaubwürdig sind Rezensionen von Amazon Wine? Erstmal, wie erkennt man das? Es gibt dieses blaue Symbol, Wine-Produkttester, und es gibt die grüne Schrift. Das blaue Symbol kann man abwählen, das hat vor einigen Jahren noch Sinn gemacht, als Amazon nicht hilfreich Rezensionen zugelassen hat, weil es natürlich sehr häufig nicht hilfreich Rezensionen gab. So einfach nur, hey, die haben das umsonst bekommen, natürlich ist das nicht hilfreich, was sie da schreiben. Es gibt auch im Profil zum einen dieses links Wine-Stimme, das kann man auch wieder abwählen, und das grüne, auch wieder diese Wine-Kundenrezension eines kostenfreien Produkts. Dann hatten wir vor einem halben Jahr ungefähr diesen Friseurtisch, wo ich mir dachte, irgendwas ist da komisch. Ich hatte es mit den Kindern von einer Freundin getestet. Wir fanden das Preis-Leistungs-Verhältnis schlecht. Das Teil ist Disney, okay. Es hat aber irgendwie 90 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt. Es soll ein Friseurtisch sein. Das Zubehör war nicht passend zu einem Friseurtisch, sondern es war eher ein Schminktisch. Es gab eine Parfümflasche zum Beispiel. Es gab eine Bürste, toll. Und meine Freundin meinte, ey, meine Kinder sind 4 und 5, das ist genau die richtige Zielgruppe, aber lass sie da nicht drauf sitzen. Die eine hat es versucht, es hat schon gekracht. Deswegen hat das Teil von mir eine sehr schlechte Rezension bekommen. Und ich habe mich gefragt, wie kann es denn bitte sein, dass Kollegen von Wine so rezensieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Montagsprodukt hatte. Vor allem bei der unteren steht ja auch, also bei der oberen steht ja auch das Zubehör mit dabei. Also ich meine, ich will niemandem was unterstellen, aber ich fand es komisch. Ein Lifehack ist, auch wenn man sich jetzt wirklich mal informieren möchte, wie aussagekräftig und wie glaubwürdig sind die Rezensionen, die Seite ReviewMeter. Die gibt an, wie viele glaubwürdige Rezensionen gibt es, wie viel Prozent würde diese Seite es einschätzen. Gibt es zu jedem Artikel, ihr müsst auf diese Review-Meter gehen und den Link zu dem Produkt eingeben, dann gebt ihr euch eine Einschätzung. Hilfreich ist es aber auch immer, sich ein eigenes Bild zu machen und mehrere Rezensionen zu lesen, vor allem die 1-Sterne-Bewertungen. So, aber bei denen sollte man den gesunden Menschenverstand walten lassen. Denn 1-Sterne-Rezensionen können, wie schon gesagt, natürlich fake sein, wenn es darum geht, jemanden abzuwerten. Oder es ist einer der folgenden Typen. Wir rezensieren mal schnell die Lieferbedingungen. Amazon kann jetzt nicht so viel dafür, dass die Verpackung aufgerissen war, sondern das heißt der Transportdienstleister. Deswegen bittet Amazon ja auch in den Richtlinien für Rezensionen, genau das nicht zu bewerten. Dann Anwenderfehler, da ist mir ein besonderer aufgefallen bei einem Spiel, was Kinder spielen. Wir spielen es gerne und haben es auch schon mit Freunden gespielt. Es ist nicht einfach, aber es ist gut zu gewinnen. Wenn ich dann jemand lese, der das Spiel 15 Mal gespielt hat und noch nie gewonnen hat, möchte ich dem gerne, man kann ja nicht mehr kommentieren, schreiben, bitte nochmal die Regeln lesen, es muss dein eigener Fehler sein. Dann gibt es natürlich auch die Meinungsfrage, die nichts mit dem Artikel zu tun hat, aber zu einem Stern führt. Wie gesagt, dieses Twilight, das polarisiert. Und das ist auch was, wo Amazon dann bei Wine sagt, das ist eine Meinung. Hat jetzt nicht unbedingt so einen Grund dafür, nur 1 Stern zu geben. Oder zu elektrischem Katzenspielzeug kommen wir gleich noch. Dieses generell ist elektronisches Spielzeug kein Renner bei Katzen. Es kommt, glaube ich, auf die Katze an. Also bei unseren ist es ein bisschen anders. Genau.
Dann bewusstes Abwerten. Das beste Beispiel, was ich kenne, ist von Nathalie Grams. Jedes Buch, was Nathalie Grams veröffentlicht, wird sofort negativ bewertet, einfach nur, weil sie eben gegen Homöopathie ist. Ich möchte mir jetzt nicht die Meinung sagen, ob Homöopathie ja oder nein, aber es ist wirklich auffällig. Bei ihr sind es meistens nur negative Rezensionen. Könnt ihr euch bitte mal diese Rezension durchlesen und uns erklären, was da passiert ist? Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Dachte der, das System ist wie in der Schule, wollte eigentlich 5 Sterne geben. Was soll das Satire sein? Habt ihr irgendeine Idee dazu? Sitzt der Stöpsel ist von der Pax kommt. Was? Die Kopfhörer über die Pax gebracht, oder was? Mir geht es einfach nur darum, wollte der eigentlich 5 Sterne geben? Ich habe wirklich keine Ahnung. So, nee. 1 Stern. Amerikanisches System. So, die Presse und Amazon Wine. Mir ist aufgefallen, Berichte sind überwiegend abwertend oder wollen auch neidisch machen. Hier, FutureZone schreibt, man muss nie wieder zahlen, für immer kostenlos, alles umsonst. Ganz ehrlich, ich habe immer noch mehr Bestellungen, die ich bezahle bei Amazon, als über Amazon Wine. Weil man eben doch dann wieder zahlen muss. Und ich bekomme ja echt selten das Angebot, was ich wirklich gerade brauche. Dann gibt es auch oft genug Fake News. Das ist mir in diesem FutureZone-Artikel aufgefallen, wo dann steht, dass alles aus den Interessensgebieten geliefert wird. Habe ich euch ja gerade gesagt, ich kann die ja gar nicht anwählen. Und bei anderen ist es auch so. Ich habe Kontakt mit anderen, ich weiß, dass es so ist. Dann wurde in diesem aktuellen Artikel auf veraltete Regeln eingegangen, die so gar nicht mehr gelten. Früher war es so, dass 2-mal im Monat was kam. Jetzt ist es, wie gesagt, 24/7. Und dann, früher durften angeblich nur die Besten der Besten bei Amazon Wine mitmachen. Ich weiß jemanden, der auf Ranglistenplatz 1 stand und nicht eingeladen wurde. Ich war damals, ich wusste gar nicht, was diese Rangliste ist, auf Platz 12.000 noch irgendwas. Und das sind irgendwie 1.200 Weintester. Ja, was Amazon selbst von solchen Berichten hält, finde ich interessant. Sie verursachen diese Spekulationen zum Teil selbst, weil sie nichts darüber bekannt geben, was genau jetzt Amazon Wine eigentlich ist, wie eingeladen wird. Nicht mal wir eigenen Weinmitglieder wissen, wie wir Mitglied wurden. Amazon sind aber teils die Hände gebunden. Ich hatte vor kurzem eine Rechercheanfrage für einen großen deutschen Fernsehsender und ich hatte dann bei Amazon angerufen, ist das in Ordnung? Weil ich habe natürlich auch Angst, dass es dann heißt, es war nicht in Ordnung, du fliegst bei Wein raus. Sie hatten davon nie was gehört. Ja, diese Recherchefirma, die also extern für das Zweite gearbeitet hat, hat dann meine Absage erhalten, hat sie auch gelesen. An diesem Tag, pünktlich um diese Uhrzeit, standen sie bei mir vor der Tür. Ja, wir sind jetzt trotzdem gekommen. Ich habe es natürlich nicht reingelassen, aber das fand ich schon sehr schockierend, so, weil von diesem Sender hätte ich es nicht erwartet. Ein Bericht, für den ich sehr viel zusammen mit Amazon arbeiten musste, weil Amazon Wein auch gar nicht wusste, ist das jetzt in Ordnung oder nicht, aber der Pressesprecher, daher kenne ich den, gesagt hat, ja, kannst du machen, war tatsächlich für ProSieben, Galileo. Einige von euch haben es vielleicht schon gesehen. Ich fand es sehr witzig, vor allem, weil sie gesagt haben, ja, wir sind dann circa 2 Stunden bei dir, nach 8 Stunden waren sie wieder weg. Die waren alle im Schlafzimmer, alles gut. Aber da war dann auch in den YouTube-Kommentaren steht dann so, ja, die Frau hat nur ein Zimmer. Ich so, Entschuldigung, wo ist in diesem Zimmer mein Bett? Die Frau braucht diese Computertastatur, die sie bestellt hat, gar nicht. Ja, Entschuldigung, seht ihr hier irgendeinen Computer? Ich hatte dann verschiedene Artikel mit Matthias von Galileo getestet. Er war dabei, als ich eine Rezension geschrieben habe. Habe alles erklärt, ihr könnt euch das mal angucken. Ich fand es ganz witzig, wie gesagt. Aber natürlich war es teilweise fake so. Bitte bestell im Moment alles, was geht. Es soll nach sehr vielen Artikeln aussehen. Ja. Ich selbst bin auch im Review Meta drin. Also alle, die irgendwie mal bei Amazon rezensiert haben, sind drin. Man könnte jetzt denken, diese 60% sind relativ wenig durchschnittliche Glaubwürdigkeit. Aber die bewerten auch, wie oft kommen doppelte Wörter vor. Wie oft kommen Anglizismen zum Beispiel vor im Deutschen. Wenn ich Technikartikel bewerte, muss ich Anglizismen mit reinbringen. Und auch die bewerten Wortdopplungen. Wenn man so viele Rezensionen schreibt, hat man irgendwann mal das gleiche Wort drin. Naja. Nicht alles ist übrigens eine Fake-Rezension. Jetzt müsst ihr bitte aufpassen, weil ich gleich gerne eure Meinung wissen möchte.
Solche Scheinmann-Fake-Rezensionen können auch ein Feature von Amazon sein. Und zwar das Feature, alle Variationen eines Artikels werden unter einem Link zusammengefasst. Links haben wir diese Reisetaschen, die sind für den Koffer, dass man die Klamotten einfach besser sortieren kann. Da finde ich es in Ordnung, das sind nämlich einfach nur unterschiedliche Farben. Rechts haben wir das Sabaton-Shirt. Es sind nur unterschiedliche Größen, aber das ändert ja prinzipiell nichts wirklich was an der Qualität. Da bin ich mir schon nicht mehr so sicher, wenn alle Variationen eines Artikels unter einem Link zusammengefasst werden. Das dann aber auch bedeutet, dass von Doctor Who, der 11. Staffel, alle DVDs und Blu-Rays unter einem Link laufen. Ob mit Specials verkauft oder ohne, ob mit der deutschen oder mit der englischen Tonspur und unabhängig vom Preis, also ich persönlich finde das jetzt ein bisschen schwierig. Dann, was ich definitiv persönlich als Bug empfinde, wenn bei so einem Artikel. Wir hatten den über Amazon Wine getestet. Ich hatte das U-Boot mit Projektion, was ziemlicher... Wie bitte? Was ziemlicher Schrott war, weil das sollte eigentlich schön am Badewannenboden projizieren. Auf der Produktbeschreibung sah es auch echt toll aus. Tatsächlich war das vielleicht handgroß und die Projektion war nur unter der Hand toll. Fällt unter den gleichen Link wie das Boot, das man mit dem Rettungsreifen aufzieht, wie so diese alten Matchbox-Autos. Und das Boot mit Wasserfontäne, das sprüht also nur eine Wasserfontäne. Und es ist auch der gleiche Link wie dieses Dreier-Set. Dann, noch krasser fanden wir, es gibt bei mir keinen Talk ohne Katzen. Das Katzenspielzeug, elektronisches Katzenspielzeug. Da gibt es einmal die Ratte, die dreht sich auf dem Boden wild hin und her, ändert ihre Bewegungsrichtung. Die Katzen hätten wahrscheinlich Spaß dran, den Schwanz abzubeißen, deswegen haben wir das nie getestet. Es gibt diesen Käse, da schießen die Mäuse aus dem Käse raus, habe ich gleich noch ein Video dazu. Und es gibt den Fuchsschwanz, da kommt der Schwanz ab und zu mal aus der Höhle rausgeschossen, bewegt sich und geht wieder in die Höhle. Und es gibt diese Mausbahn, die Maus fährt vorwärts und rückwärts im Kreis, relativ zufällig. Und jetzt habe ich Videos. So, und zwar hat man mir erklärt, es funktioniert nicht. Jetzt. Wir haben leider keinen Ton, wir haben den Ton nicht anbekommen. Jetzt doch. Das Video hakt etwas. Moment. So sieht es aus und so hört sich das teilweise an, wenn Produkttester am Arbeiten sind. Das ist allerdings sehr laut. Nein? Das ist diese Mausbahn, was ich bei der sehr faszinierend fand. Der Techniker, ihr kennt ihn vielleicht von Twitter oder aus unserem Talk heute Morgen, saß da minutenlang davor so, wie funktioniert das? Ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das? Frederik hatte irgendwann keinen Bock mehr. Dieser Käse ist furchtbar laut, aber NASA hat viel Spaß dran. Und ja, er ist wirklich so laut, auch du hörst ihn im Nebenraum. Das Problem mit dem ist tatsächlich, dass die Katze mehrfach darauf aufmerksam gemacht hat, das Teil fällt ständig um. Habrock hat schon versucht, es zu reparieren, funktioniert aber nicht. Jetzt habe ich das für euch nochmal im direkten Vergleich. Meine Produkttesterin hatte ziemlich früh keinen Bock mehr. Diese Mausbahn funktioniert auch sehr gut zum Liegen. Sie spielt wirklich eigentlich ganz gerne mit Elektrospielzeug, aber nicht, wenn sie gefilmt wird. Ja, jetzt stoppen, aber ich weiß nicht, wie das noch ganz gut. Gemeinsam haben diese beiden übrigens tatsächlich auch eine Sache. Und zwar, also zwei eigentlich, sie gehen beide 15 Minuten circa und ich kann sie sehr rudimentär einstellen, wenn ich nicht da bin, dass sie zweimal angehen. Wenn man das aber zu oft macht, ist es bei dieser Katze so. Willst du mich verarschen? Ich habe keinen Bock mehr, mit dem spiele ich nie wieder. So, ich hoffe, ihr habt alle aufgepasst.
Mich würde mal interessieren, was ist eure Meinung? Ist dieses verschiedene Versionen eines Artikels werden unter einem Link zusammengefasst, unter dem ich dann auch die Rezension sehe? Ein Bug oder ist es ein Feature? Könntet ihr bitte mal für mich einfach abstimmen? Wer ist dafür, dass es ein Bug ist? Oh. Die überwiegende Mehrheit, würde ich sagen. Gegenprobe, wer sagt, es ist ein Feature? Zweimal abstimmen geht nicht. Dankeschön. Also ja, Mehrheit für. So, ein Lifehack, gute Rezensionen schreiben. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich finde es immer wichtig, schon beim Auspacken darüber zu entscheiden, dass ich eine Rezension schreiben möchte. Transportdienstleister und Versandzeit gehören nicht in eine Rezension, weist Amazon auch darauf hin. Aber wichtig ist es, ob es Amazon oder Amazon Marketplace ist. Weil Amazon Marketplace-Händler könnt ihr tatsächlich auch nochmal extra bewerten, wenn die Versandzeit zu lange war oder irgendwas nicht stimmt. Und beim Auspacken schon drüber zu entscheiden, ist wichtig, weil solche großen Plastikboxen haben es noch nie geschafft, bei uns heil anzukommen. Weder von Amazon noch von dem schwedischen Möbelhaus, wo ich es herkenne. Die kommen nie an, also deswegen auch das dann in die Rezension einbauen. Wichtig finde ich es auch, dass man sich zu jedem Schritt Notizen macht. Wenn die im Kopf ausreichen, ist es in Ordnung, aber sonst besser aufschreiben, damit es eine umfangreiche Rezension wird. Dann Zeit nehmen zum Testen und zum Schreiben. Alle Rezensionen, die mir selbst wichtig sind, gehören in der Rezension. Und es sollte auch erklären, warum ich jetzt vielleicht ein Kinderspielzeug habe, es ist für meine Kinder zu langweilig, also bewerte ich es schlecht. Oder es ist, weil meine Kinder einfach zu intelligent dafür sind oder darauf keine Lust mehr haben. Dann muss das mit rein, weil wenn andere Eltern das dann lesen, ist es ja für sie auch schon wichtig, warum ist es so schlecht. Dann, wie gesagt, 20 bis 500, 5000 Wörter sind erlaubt. Wenn man es schafft, weniger zu schreiben, wenn ihr es wisst, erklärt es mir bitte gerne nachher. 100 bis 500 sind so eine gute Richtlinie. Mir immer ganz wichtig ist es, dass man auf Lesbarkeit achtet. Wenn es mehrere, irgendwie 100 Wörter sind, ist es echt schwierig, die Rezension zu lesen, wenn keine Absätze drin sind. Wenn man jetzt wissen möchte, ob die Rezension ganz gut ist oder sehr viel Bullshit enthält, das Blablameter nehmen. Die Seite blablameter.de ist es, glaube ich. Bei Technik ein bisschen aufpassen, weil die erkennen das auch sehr schnell, als sehr viel Englisch drin passt nicht. So, ihr fragt euch bestimmt, was bekommt man denn so bei Amazon Wine? Deswegen mal ein Sortiment an Testprodukten. Wenn es nach der Presse ginge, die ich euch gerade gesagt habe, hätten alle Zimmer meiner Wohnung einen Fernseher, ja auch Bad und Klo, wie immer die neuesten Smartphones zu Hause und die neuesten Netbooks. Ich hätte eine viel besser ausgestattete Küche als manche Sterneküche und ich hätte mittlerweile so viele Waschtrockner bekommen, dass jeder aus meiner Familie in meinem Freundeskreis eine hätte. Ja, schön wäre es, es funktioniert aber nicht so gut. Zum einen, weil ganz gerne mal der Algorithmus versagt. Danke, ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich Haftcreme bräuchte oder ein Hörgerät, auch nicht mit den Trockenkapseln. Und ja, das Oberteil, der Jumpsuit ist nicht schlecht, aber ich habe wirklich nicht Größe M. Und nein, man kann es nicht einstellen, welche Größe man haben möchte. Ich hatte es auch schon, es sind Schuhe gekommen. Größe 36, Größe 37, Größe 39. Ich hätte gerne 38 gehabt. Die gab es auch für andere, aber nicht für mich. Sehr amüsant ist auch, wenn Amazon das Lager leert. Ja, ich habe tatsächlich so viel Filament angeboten bekommen. Ist gut, wenn man einen 3D-Drucker hat. Amazon hat uns kürzlich auch Eheprobleme unterstellt. Dieses Messer fiel meinem Mann dann auf, Moment, das fällt unter das Waffengesetz. Das darf man nicht mitführen. Das steht nicht in der Beschreibung von diesem Messer, es steht auch nicht auf der Seite, entsprechend fiel die Rezension aus. Ich muss übrigens alle Artikel 6 Monate aufbewahren. So lange bleibt das Eigentum bei Amazon, Sie könnten es theoretisch zurückfordern. Ja, auch so ein Smartphone. Das Bild ist von meinem Papa, hat er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Also es ist ganz gut, wenn man einen Lagerplatz zu Hause hat. Ganz gut ist es auch, dass Amazon besser versendet als so mancher Konkurrent. Es kommt doch öfter mal vor, dass DHL ein Paket nachpacken muss, das ist bei einem großen Zufachhändler. Ich hatte mich letztes Jahr an einer Sendung von denen verletzt, weil 30 Kilo Katzenstreu und ein ganz einfacher Plastikeimer ungesichert zusammen, das geht schief. Ja, ich habe auch noch meine persönlichen Highlights für euch. Eine Frage, wer weiß, was smartes Klopapier ist? Ja, das heißt so. Weiß jemand, was smartes Klopapier ist? Ihr könntet es gewinnen, wenn ihr es wüsstet. Also eine davon. Nein. Wie bitte?
Ja, genau. Keine Rolle in der Mitte. Die Werbung sagt, dass es Eheprobleme verhindert, weil es muss nicht mehr drüber gestritten werden, wer die Papprolle entfernen muss. Das Problem ist, es wird aber noch drüber gestritten, wer jetzt dafür zuständig ist, wieder nachzulegen. Platz 4 war bei mir tatsächlich auch mal ein Fernseher. Nein, nicht weil es der Fernseher war, sondern weil der Netflix drauf hatte. Da habe ich dann angefangen, Netflix zu gucken und es wirklich auch entdeckt, Binge-Watching hat schon was. Platz 3 sind bei mir immer Spiele und Spielsachen, die ich mit der Familie oder mit den Kindern von Freunden testen kann. Es macht einfach noch mehr Spaß, dann auch zu beobachten, wie reagiert das Kind da drauf und wenn ich das Kind dann schon zum Geek erziehen kann. Und die Katzen haben auch Spaß dran zu beobachten, wie der Techniker verzweifelt an einem 3D-Puzzle, was furchtbar aussieht. Ganz toll finde ich auch immer Katzensachen, also Spielsachen, Liegeplätze und Fressen. Und dabei müssen es gar nicht mal unbedingt für Katzen gedachte Sachen sein. Wir hatten letztes Jahr einen Talk, da haben wir erzählt, dass unser Finn total auf Nerf steht. Wenn da also was nachkommt, ist es super. NASA liebt dieses sehr feste Stillkissen, weil man sich doch richtig toll mit spielen kann. Und ich habe so viele Kartons immer zu Hause, die sind sowieso ganz klasse für Katzen. Persönliches Highlight für uns und für mich auch war tatsächlich aber ganz einfach ein Curry. Ich habe gehört, heute gibt es kein Gulasch, heute gibt es Curry, das passt sehr gut zu etwas, was ich euch erzählen möchte. Und zwar, Curry ist echt ein Problem bei Lebensmittelallergie. Currypulver ist nämlich eine Gewürzmischung mit variablen Zutaten. Häufig sind drin Kurkuma, Koriander und Pfeffer, die müssen aber alle drei auch gar nicht drin sein. Oft wird das Gewürz dann nur Curry genannt und die Bestandteile nicht aufgelistet. Das ist ein großes Problem bei Lebensmittelallergien, wie mein Mann und ich kürzlich gelernt haben. Er ist nämlich stark allergisch auf Erdnüsse, Erbsen und Soja. Boxhornklee ist ganz gern mal in Curry mit drin und ein sehr starkes Allergen, wenn man eben diese Allergien hat. Wissen viele nicht und deswegen vielleicht darauf achten, wenn ihr jemanden kennt, der solche Allergien hat. So, kommen wir doch mal zu was anderem. Kommen wir doch mal zu ein bisschen Google-Bashing. Google versus Amazon and dot, dot, dot. Ich habe eine kleine Rechenaufgabe für euch. Was ist das Ergebnis dieser beiden Rechnungen? Ein Punkt plus 10 Punkte und 100 Punkte minus 100 Punkte. Nein, ihr braucht euch nicht verschaukelt fühlen. Ja, ich würde auch sagen, Amazon sagt auch 11 Punkte, 0 Punkte und ein Mathematiker wird es auch sagen. Wisst ihr, was Google sagt? Dots don't matter. Moment, was? Dots don't matter? Zur Verdeutlichung. Das ist ein und dieselbe Mailadresse. Es ist egal, wo man den Punkt setzt und wie viele Punkte in einer Mailadresse vorkommen. Wenn man das nicht weiß, kann man da echt gut drauf reinfallen. Ja, wirklich, es ist egal. Es ist ein Problem für mich geworden, als 2015 war es, glaube ich, Amazon beschlossen hat, die Codebasis für DE und Co. UK zusammenzulegen. Ich hatte dort die gleichen Mailadressen, aus mir unerfindlichen Gründen hatte ich aber in Deutschland ein Dot drin und in UK ohne. Meine korrekte Mailadresse ist ohne. Das schien auch jahrelang gut zu gehen, bis ich mich 3 Jahre später mal wieder bei Amazon.com, also USA, anmelden wollte und mein richtiges Passwort als falsch erkannt wurde. Ich so, okay, Passwort vergessen, warum auch immer. Nee, Doppelkonto, Betrugsverdacht, Sperre. Was? Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Okay. Amazon Support kontaktiert. Amazon darf aber nur auf Ihnen bekannte Mailadresse mit Dot antworten. Hä? Die korrekte war doch ohne. Egal. Kontaktformular geht in dem Fall auch nicht. Telefon geht auch nicht, weil ich bin ja ein Betrüger. Okay. Ich kenne mich nicht ganz so gut mit IT aus, also mein Mann kontaktiert. Der Techniker meinte, ja komm, wir richten deine Mailadresse mit Dot ein. Google, Dots don't matter, die Mailadresse hast du doch schon. So, hä? Ja, okay, komm, wir stellen bei K9, also eine App für E-Mail auf dem Smartphone, wir stellen die Absenderadresse um. Das merkt Amazon nicht. Aber Google merkt es, K9 ist keine offizielle App, Betrugsverdacht. Wir so, oh, was jetzt? Unsere Lösung hat bei uns funktioniert, muss aber nicht zwingend funktionieren, deswegen wollte ich euch nur sagen, was wir gemacht haben. Ich hatte dann die Idee, okay, wir stellen bei Amazon.com, also USA, was scheinbar die neue Hauptseite war, Mail und Passwort um. War ziemlich knifflig bei Betrugsverdacht. Wir wissen auch nicht mehr ganz genau, wie ich es gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, dass ich einen Talk halte, hätte ich es damals, das war im September, notiert. Dann die Hoffnung gehabt, dass sich DE und UK automatisch anpassen. Zum Glück hat es funktioniert. Dann konnte ich die Mailadresse für Amazon Europa ändern und festgestellt, DE und UK laufen automatisch unter dem gleichen Login.
Und plötzlich habe ich auch verstanden, aha, im August 2018 hieß es doch plötzlich, dass keiner, den ich kenne, mehr bei Wein teilnimmt. Habt ihr vielleicht da das alles zusammengelegt? Also, bitte, Lifehack, kontrolliert eure Dots, wenn ihr Google-Adressen habt. Ändert Mailadressen, die Dots nutzen, auf kompetente Anbieter. Und eine dringende Leseempfehlung, The Dots Do Matter. Das ist von jemandem, der dachte, er würde eine Mail von Netflix bekommen. Die Mailadresse sah auch richtig aus, war es nur nicht. Ihr seht es ja gleich nochmal in den Folien. So, dann noch, ich hatte euch versprochen, was zu Transportdienstleister hacken. Amazon Wine versendet, wie gesagt, leider mit fast allen. Dieses Bild zeigt tatsächlich mein Pensum in einer Woche, allerdings inklusive Käufen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Erfahrung mit so verschiedenen Transportdienstleistern sammeln dürfen. Und kann euch sagen, der Weg eines Paketes ist eigentlich über DHL ziemlich logisch. Wenn es freitags versendet wird, oder ist es immer am nächsten Werktag eigentlich da, sogar wenn es recht spät am Abend versendet wird. Es kann sich mal verzögern. Zum Beispiel durch die Dauer der Ankündigung des Transports bis ins Zielpaketzentrum. Es sind eigentlich 24 Stunden, aber besagter Tierhändler schafft es tatsächlich, die Ankündigung zu machen, bevor er den Paketschein druckt, und plötzlich wunderst du dich, warum es nach 10 Tagen immer noch nicht da ist. Ja, weil es nicht aus dem Lager ging. Es kann auch passieren, gerade in den Ferien, dass die Zustellbasis keine Kapazität hat, das Paket noch anzunehmen oder es in ein Zustellfahrzeug zu verteilen. Paket verschollen kommt auch schon mal vor. Unser Highlight war da letztes Jahr. Ich hatte Herdabdeckplatten bestellt, öffne mein Paket und es war drin ein Rucksack. Ich so, Moment, was? Habrock ist dann aufgefallen, auf der anderen Seite dieses Pakets war ein anderer Paketschein. Eine ganz andere Adresse, scheinbar hat diese Person einen Rucksack bestellt. Und irgendwie auf dem Förderband ging mein Adressaufkleber verloren und landete auf diesem Paket. Ich vermute mal, DHL hat die Herdabdeckplatten immer noch. Bei Hermes kann das Ganze ein bisschen anders aussehen. Da kann auch die Ankündigung vom Transport ins Zielpaketzentrum hängen, allerdings weil Hermes die Zustellkapazitäten nicht hat. Bei Hermes ist es zumindest bei uns in Mannheim erstaunlich oft, dass es keine Kapazitäten gibt. Die fahren nämlich bei uns zumindest immer kleine Pakete mit einem normalen Auto aus und die größeren mit einem Zusteller, den sie nicht haben. Und letztes Jahr hatte ich den Fall, ein Paket sollte offensichtlich verschollen gehen. Da hatte ich mich so gefreut, ich hatte einen Curve-Monitor bei Wine ergattert. Ja, da ist natürlich groß nicht eingepackt und habe mich gewundert. Montags hieß es, es wird geliefert. Mittwochs war es immer noch nicht da. Okay, rufe ich mal kurz bei Hermes an. Ja, nee, das wird auch nicht wieder zugestellt, das geht dann zurück wahrscheinlich. Und was können wir jetzt machen? Ich will das haben. Wenn es an Amazon Wine zurückgeht, kriege ich es auch nicht wieder. Ja, dann müssen Sie schon ändern, dass an wen es zugestellt wird. Okay, habe ich es an meine Schwiegereltern schicken lassen. Am nächsten Tag war es da. Ich habe dann von sagen wir einer Bekannten erfahren, dass dieser Fahrer sehr bekannt dafür war, Sachen, die man ganz gut bei eBay verticken kann oder so, mal im Auto zu lassen, bis es keinem mehr auffällt. Ja, an der Haustür kann auch einiges schief gehen. Der Fahrer klingelt nicht oder klingelt Sturm. Ich brauche von jedem Ort meiner Wohnung eine Minute, bis ich an der Tür bin. Wenn er bis dahin 50 Mal geklingelt hat, finde ich es ein bisschen merkwürdig. Natürlich, am meisten klingeln sie aber nicht. Oder sie finden die Adresse nicht. Auch bekannt als Tanja Schrödinger wohnt hier nicht. Doch, schon lange. Oder er liefert in den 5 Kilometer entfernten, nicht mit dem Nahverkehr erreichbaren Shop. Toll, danke. Bei unbekannten Nachbarn abgegeben hatten wir auch schon. Die Person war 2 Kilometer entfernt, wie wir dann per Zufall erfahren haben. Toll. Oder ganz gerne passiert es dann auch, bei Nachbarn abgegeben, aber keine Benachrichtigung eingeworfen. Dann such mal das Paket, wenn dir auch Amazon nicht weiterhelfen kann. Es gibt da aber auch Präventionsmöglichkeiten. Und zwar diese Zustelloption. Ich habe es am Beispiel DHL, weil es da sehr gut funktioniert, auch ohne Login. Bei Hermes zum Beispiel weiß ich, man muss sich tatsächlich mit sehr vielen Daten anmelden. DHL liefert an den Wunschort. Das kann eure Garage sein. Aber das Problem ist dann, eigentlich müssen sie trotzdem klingeln. Aber wenn der Fahrer keinen Bock hat, macht das einfach nur in die Garage ohne Benachrichtigung. Man kann auch einen Wunschtag eingeben, gemeinerweise für jedes Paket einzeln. Also ich kann dann bei jedem Paket auswählen, bitte nur samstags liefern, aber es bringt nicht viel. Ich habe das Glück, dass ich mit meinem Zusteller mittlerweile ganz gut befreundet bin. Ich sehe ihn ja jeden Tag, ich sehe ihn teilweise öfter als mein Mann. Und dann sage ich einfach, du, ich bin Freitag nicht da. Okay, ich bringe Samstag. Man kann auch bei jedem Paket einzeln auswählen, dass an den Nachbar geliefert wird.
Wenn man einen Nachbarn im Haus hat, der das gerne macht, ist es super. Bei uns bin es tatsächlich ich. Ich nehme ein Paket für alle an, aber ich bin halt auch da. Es gibt auch noch andere Zustelloptionen, nämlich die Lieferung an eine DHL-eigene Abholstation. Die Parkstationen habt ihr bestimmt alles schon mal gesehen. Das Problem bei denen ist, die sind zwar rund um die Uhr erreichbar, aber wenn sie voll sind, wird dann die nächstmögliche Parkstation geliefert. Ja, auch die kann ganz gerne mal 5 Kilometer weg sein. Oder, wenn ein Paket zu groß ist, geht es in die Filiale. In den Filialen ist es auch nicht schlecht abzuholen, aber halt nur zu bestimmten Zeiten. Ich selber wollte euch jetzt noch erklären, wie ich für bessere Zustellung gesorgt habe. Das ist mein sehr freundlicher DHL-Bote, auch wieder aus diesem Galileo-Artikel. Und zwar, was sehr einfach klingt, aber oft vergessen wird, der Fahrer macht nur seine Arbeit, wird in der Regel auch sehr schlecht dafür bezahlt. Er macht sie unter Zeitdruck. Er kann echt in der Regel nichts dafür, wenn es irgendwie schlecht läuft. Wichtig auch, Pakete für die Nachbarn annehmen. Wenn er weiß, er kann jederzeit bei euch klingeln, dann macht er das tatsächlich auch. Das ist meine Erfahrung. Und die Nachbarn freuen sich auch. Und Danke sagen. Zu Ostern und Weihnachten kann man Schokolade und Trinkgeld geben. Die freuen sich total, weil sie es nicht gewohnt sind. Und im Sommer ein kaltes Getränk anbieten. So funktioniert es bei mir tatsächlich mit allen Stammfahrern von allen genannten Transportdienstleistern. Wenn alles nicht hilft, muss man aber vielleicht den Transportdienstleister kontaktieren. Wenn Pakete verschollen sind, bitte immer erst über den Versender gehen. Der kann nämlich mehr Druck machen, weil die Zusteller dann auch ganz gerne mal sagen, ja, gehen Sie über einen Händler, was geht uns das an? Toll. Und außerdem hat der Händler den Ärger und nicht ihr. Wenn ihr es klug macht, zahlt er mit Rechnung. Ihr müsst erst zahlen, wenn ihr das Paket wirklich erhalten habt. Nachforschungsauftrag stellen, muss sonst der Händler machen, kann man auch selber machen, auch wenn sie meistens behaupten, es geht nicht, geht auch privat, leider meistens über ein Kontaktformular, woraus dann erstmal gerne ein Textbaustein kommt. Die nötigen Angaben dafür finden sich auf der Webseite. Wenn Beschwerden über Zusteller nötig sind, finde ich immer sehr ärgerlich, das geht nur mit der Sendungsnummer. Das heißt, wenn er die ganzen 4 Wochen fährt und missbaut, ja, Pech. Jede einzelne Sendungsnummer bitte, man kann keine generelle Beschwerde machen. Kontaktformulare, wie gesagt, ja, Standardmail, die schauen die sich gar nicht an. Und es tut mir leid, ich weiß, Geeks machen das nicht so gerne, aber anrufen hilft immer noch am besten. Übrigens, ein Lifehack Kundenhotlines, das haben wir von Vollkorn gelernt und ich finde das so super. Man sollte Telefonate bei einer Kundenhotline nie mithören lassen. Ja klar, auch wegen Datenschutz, aber vor allem, weil der Gesprächspartner nur dann frei reden kann. Das heißt, wenn ich bei unserem Telekommunikationsanbieter anrufe und ich verweigere dieses Mithören lassen, dann kann ich sagen, okay, wir haben das, das und das Problem. Mein Mann ist Informatiker, der kennt sich mit Hard- und Software aus. Okay, was haben Sie schon ausprobiert? Was genau ist das Problem? Was hat Ihr Mann gesagt? Oder ich lasse ihn einfach selber telefonieren. Dürften Sie auch nicht, weil alles auf mich läuft. Und es spart Zeit und schont vor allem echt die Nerven. Wenn Beschwerden über Zusteller nötig sind, geht es leider in der Regel nur mit der Sendungsnummer. Generelle Beschwerden sind, wie gesagt, nicht möglich. Kontaktformulare helfen erfahrungsgemäß nicht. Anrufen, wie gesagt. Ganz guten Tipp hatte ich aber auch schon, im Impressum nach Namen und Adresse der Geschäftsführung sehen und denen einen Beschwerdebrief senden. Da wird tatsächlich mehr drauf reagiert. DHL hat einen super kompetenten, schnellen Twitter-Kundenservice. Ihr schreibt denen dann, also @DHL ist es, glaube ich, sie antworten bitte an die und die Mailadresse mit einer bestimmten Verfolgungsnummer dann schicken, müsst ihr eure Sendungsverfolgungsnummer angeben und dann kümmert sich jemand drum. Genau, das war's schon. Habt ihr noch Fragen? Dankeschön, super in der Zeit, ja, ohne Warnung. Gibt's Fragen? Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen. Ja, warte, ich komme zu euch, damit wir die Frage auch im Stream haben. Lass den Leira ruhig ein bisschen laufen. Ja, das ist gesund. Aber ich laufe nicht, da passieren Unfälle. Du hattest das ja am Anfang ein bisschen von Fake-Bewertungen, wie man ja auch erkennt. Mich würde es jetzt noch interessieren, weil du wahrscheinlich besser drinsteckst. Wie ist das so mit mit der Quantität? Wenn ich jetzt Technikprodukte, die haben ja meistens hunderte von Bewertungen, kann man da vom Mittelwert her irgendwas ableiten oder kann es dann auch sein, dass da hunderte Fake dabei sind? Die Frage war, wie es mit der Quantität von Fake-Bewertungen aussieht, ob es jetzt bei Technikprodukten sein kann, also ob ich da... Was? Muss ich die Frage nicht wiederholen? Nö, wir haben ja ein Mikro. Okay. Wir haben aber noch so viel Zeit. Kann ich dir nicht sagen, das ist
Bei China-Artikeln habe ich das Gefühl, häufiger, bei hochwertiger Technik, will jetzt da keine Namen sagen, eher seltener. Aber wie gesagt, ist dann auch die Frage, haltet ihr Amazon-Wein-Rezensionen für glaubwürdig oder nicht? Jetzt zum Beispiel beim neuen Huawei P30 Pro ist mir aufgefallen, es gab relativ viele Wein-Rezensionen. Also kann man nicht generell sagen. Direkt an die Frage anschließend. Zum Überprüfen bräuchte man eigentlich die Zahl der verkauften Produkte, weil ich kenne das von anderen Bewertungsbörsen, da habe ich sowas öfters mal gemacht statistisch, bin einfach Methoden der Statistik totgeschlagen, es geht super, aber man braucht in dem Fall die Zahl der zu bewertenden Produkte. Gibt es das oder Verkaufszahlen, weil dann könnte man es relativ leicht rausfinden. Das weiß ich nicht. Also ich hatte mal per Zufall gesehen, wie es bei Amazon Wine ist, da hatte ich einen Artikel bekommen, da stand Paket 8 von 20 drauf. Aber sonst, ich... Als Weintester erfährst du nicht, wie viele Artikel es gibt. Du erfährst auch nicht, wie viele Tester es tatsächlich sind. Und auf die Datenbanken von Amazon habe ich auch keinen Zugriff, deswegen weiß ich das nicht. Nee, ihr müsst dann schon alle, also auch, es gibt ja auch die Nicht-Weinteilnehmer, die genau, testen. Genau, und das erfährst du nicht. Da müsste man schon also ungefähr die Zahl der verkauften Produkte haben. Ja. Ist also nicht rauszukriegen und damit kann man dann keine... Ich wüsste nicht, wie. Also kann man damit zumindest nicht mit Statistik schon mal die Fakes totschlagen. Schade. Ja. Weitere Fragen? Wenn du die Hand hebst, musst du eine Frage stellen. Ich habe es gesehen, du hast die Hand oben gehabt. Nein. Haben wir sonst noch Fragen? Tanja, du bist heute noch, nur heute da, gell? Also wenn, dann jetzt. Ja, aber Hapro kann auch Fragen beantworten. Ja, aber er ist ja kein Produkttester. Na, er darf ab und zu mal helfen. Die Katzen dürfen ja auch. Na gut, aber wenn es sonst keine Fragen gibt, würde ich sagen, Dankeschön und nochmal einen großen Applaus an die Tanja. Danke sehr. Dankeschön. Thank you.